Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge The Gold Rush The Game. Ich bin's wieder, euer FlorianTV, und heute geht's mit dem Aufbau Teil 2 weiter. Ja, nachdem wir im ersten Teil ja den Container da hinten aufgestellt haben und ja, das ein bisschen misslungen ist, werden wir jetzt uns mit dem zweiten Teil beschäftigen beim Aufbau. Ich glaube, das wird heute in drei Teilen drei Teile wird's wahrscheinlich davon geben. Aber ich muss erstmal gucken, wie ich dann jetzt hier die Haken befestige. Und ja, ich muss erstmal ein bisschen rumexperimentieren, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich die ganz langen Haken genommen habe oder die kurzen, diese 4 Meter Dinger. Ja, das ist jetzt das Problem dabei. Deswegen werden wir jetzt mal in unseren Bagger einsteigen und schauen, was wir so machen. So, wir schmeißen die alte Kiste an, schalten einmal um und heben die ganze Kiste hier mal an. Ups. Ups. Nein! Halt. Ah, zurückfahren. So. Oh, mal schauen. Hupsala. Ja. Das ist aber doch gar nicht so einfach, wie ich das dachte. So. Kiste laufen lassen. Warte, ist das die Handbremse? Ja, da kann ich ja mal eben schnell aussteigen. In der Hoffnung, dass das, ja. So, mal gucken. Wir haben jetzt hier, müssen wir das jetzt irgendwie befestigen. Ich habe keine Ahnung, wie. Einhaken. Man nehme einen Haken und, bringe ihn damit runter. Befestige ihn irgendwo. Ich habe keine Ahnung, wo. Zu kurz. Nein, dann wird das da oben befestigt. Und jetzt muss ich mal schauen, wie ich das andere da befestige. Ich weiß gar nicht, wie ich das fertig kriegen soll. So. Ich muss da jetzt irgendwie rüberspringen. Das ging mal eine Zeit lang. Ups, so, ja, das hört sich doch gar nicht mal so schlecht an, dass ich das hier irgendwie so festmache. Cheat. Ja, ich brauche das doch das längere dazu. Jetzt ist das hier wieder eine Tüttelarbeit. Wo ich mir wieder sage, ich wollte es eigentlich nicht machen, so eine Tüttelarbeit, aber es bringt mir nichts. Weil. Doch wieder. Uah, komm her, du Seil, du komische Schnickschnackseil. Hallo? Weil ich es nicht wieder hier rüber kriege. Gut, perfekt. Das ist doch schon mal so, wie wir es haben wollen. Dann steigen wir schnell mal in die Kiste wieder ein. Handbremse lösen. Arm nach oben fahren. So. Nein. Nein. Wäre nicht gut. Hoch mit der Kiste. So, und zurückfahren. So. In der Hoffnung, dass das Ding jetzt hier fährt. Achso, wir können ja noch die Schaufel. So, ja. Ich konnte doch mal die. Ne, das war auf der anderen Seite, so. So wollen wir das doch haben. Wunderbar, perfekt, super. So, nur vorsichtig. Alter. Mit der Kiste rückwärts fahren. Weiß gar nicht, wieso ich auf so eine komischen Ideen komme, mit dieser Kiste hier durch die Gegend zu juckeln. Aber das kostet so viel Sprit, dass ich gleich wieder tanken fahren kann. Mit dieser Kiste, mein Mannequin. Ja. Weiß gar nicht, wieso fahre ich mit dieser Kiste ja überhaupt rückwärts? Ich kann mich doch auch drehen eigentlich, ne? Aber irgendwie rückwärts fahren macht auch Spaß. Also Leute, ihr seht, man kann auch einen Bagger rückwärts fahren. Außer, dass ich wirklich auf eine bescheuerte Idee gekommen bin. So, jetzt erstmal schauen, wie ich das Ding jetzt da wieder rankriege.
Weil das ist wirklich eines der dämlichsten Ideen, die ich jetzt gerade habe. Nee, stimmt, ich muss da ganz anders hinfahren. Genau, ich muss das da nämlich so reinsetzen, wenn da die Kiste nämlich schon so ist. Drehen, 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 drehen. Fahren, fahren, fahren. Und ich hoffe, die Kiste schwenkt mir jetzt hier nicht dauernd dagegen. So, jetzt fahre ich da jetzt hin. So, fahre ich da jetzt ran. Dreh die Kiste, fahr da so ran und setz das Ding ab, in der Hoffnung, dass es funktioniert. So. Runter mit der Kiste. Fahren zurück. Ah, so. Perfekt, super. Dann sitzt das ganze Ding da jetzt wieder so. Ich habe jetzt keine Probleme weiter hier was zu machen. So, jetzt haben wir das Ding jetzt hingesetzt. Unsere Schiffemühle. So, jetzt müssen wir nur noch den Rest hinkriegen. Aber ich denke mal, das kriegen wir auch so hin. Mit dem Barra. Sieht ein bisschen komisch aus, wenn ich jetzt hier so filme. Aber so sieht das aus der Perspektive von so einem Baggerfahrer aus. Muss man sich ja mal vorstellen. Ist so eine Art Kamera dran, ne, an dem. Oh, ja. Gut, im Gehäuse ist es viel besser, wenn man damit so fährt, ja. Ach, herrlich, mit so einem Barra durch die Gegend zu juckeln, ist auch natürlich wieder so eine Sache. Muss wahrscheinlich eventuell den ganzen Container nochmal ganz komplett umsetzen. Aber ich glaube, das werde ich in diesem Teil hier nicht mehr machen. Weil ich will mich möglichst in diesen Videos versuchen, kurz zu halten, dass ich 15 Minuten Aufnahmen mache. Versuchen, ob es nicht klappt, ja, nicht immer, aber ja, so Handbremse anziehen, aussteigen. Nein, wollte ich ja nicht anlassen. Kostet mich zwar Geld, aber jo. Ah, was ist los? Das Seil ist zu kurz. Oh, Leute, könnt ihr mir jetzt nicht erzählen, dass das Seil hier zu kurz ist für das Ding? Also wenn das Seil jetzt wirklich noch zu kurz ist, dann weiß ich nicht, dann fasse ich mich an den Kragen und sag mir. So. Sag jetzt nicht, dass es zu kurz ist. Oh nee, ne? Alter, kann nicht wahr sein hier. Seil, ey. Ne? Dieser Haken, ey, das ist ein Programmierfehler hier. So, einmal. Wo ist das zweite Seil? Nein. Hängt denn das jetzt wieder durch diese Seilwinde? So. Jetzt fahren wir mit dem Ding da los und ich weiß gar nicht, wo ich das hinstellen soll. Hoch mit dem Arm. So, dann muss ich mich einmal drehen mit der Kiste. Ich weiß, das schwenkt hier und jeder andere Bauarbeiter würde mir jetzt was an den Kopf hauen. So, dann fahren wir mit der Kiste. Ah, immer diese Handbremse. Nee, ne. Ach so, jetzt muss ich so fahren. Ah ja, so mit der Kiste fahren, so. Ah, herrlich, herrlich. Liebe es, mit dem Barra durch die Gegend zu kutschieren. Es gibt nichts Besseres, Leute, außer mit so einem Barra hier durch die Gegend zu kutschieren. Aber gut, man will ja auch ein bisschen was im Publikum zeigen. So. Weiß, der wird jetzt hier wahrscheinlich. Achso, jetzt muss ich umgekehrt hier dran denken. Wo kommt denn das Ding hin? Kommt das da unten hin? Das Ding kommt da unten hin, tatsächlich. Das Ding kommt da unten hin, tatsächlich kommt das Ding hin. Das Ding da unten hin. Jo. Alles klar. Wissen wir schon mal Bescheid.
wie wir das Ding da jetzt positionieren dürfen. Alter, mit dem Bagger hier. Das war jetzt nicht so praktisch. Oh, weia, ey. Ah, mit 0,9. So leckt das Spiel so. Weiß gar nicht, wieso das so leckt. Wohl doch nicht dahin. Doch, eigentlich sollten die dahin kommen. Aber Problem ist, ich weiß nicht. Da drehe ich mich mit der ganzen Kiste einmal. So, ich drehe mich jetzt einmal so in der Hoffnung, dass es jetzt funktioniert. Zack. Es ist immer so anstrengend, dieses Ding da durch ihn zu juckeln. Ups. So. Einmal drehen, bitte. Also will das Ding irgendwie nicht so funktionieren, wie ich es will. So, wunderbar, hat wunderbar funktioniert. Dann hätten wir schon mal den Teil, hätten wir jetzt auch schon mal erledigt. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist die Chiffren. Wahrscheinlich noch fehlen. Ups. Ja, ein bisschen schwierig hier. Also mit so einem Bagger durch die Gegend zu juckeln, ist wirklich schwierig. So. Fahren wir hier mal rückwärts rein in den Park. Nein, das ist eine Lagerstelle. Leute, so. Ich weiß, das kostet unheimlich viel Treibstoff und Zeit, was ich hier mache. Ja. Ich weiß, ich kann den eigentlich auch in der Halle fahren, aber das Problem ist dabei, wir wollen ja alle irgendwie. Oh, da qualmt es aber ganz schön schwarz raus. Fahren mit maximaler Belastung. Ja, jetzt fehlen uns nur noch die Rinnen. Das ist das Problem. Die habe ich noch nicht bestellt. Aber wie kann man die Rinnen. Wisst ihr was? Die bestellen wir jetzt nochmal schnell. Qualmt das da irgendwie noch aus dem Brand? Die bestellen wir nochmal, die Rinnen. Die hatten wir da irgendwo hier auch noch liegen. Also, stimmt, ich wollte ja ein Zelt und bestellen. Ich glaube, im nächsten Teil werde ich euch auf jeden Fall zeigen, wie es dann geht. Dann funktioniert. Also müssen wir Teil 2 zum Zusammenbauen. Ne, das ist dann schon Teil 3. Genau. Seht ihr dann, wie es geht? So, Transport. Was haben wir denn noch da? Großer Stromgenerator? Nee, das brauchen wir nicht. Wir brauchen Ausrüstungsgeschäft. Zubehör. Okay, Ausrüstung. Genau. Wir brauchen Teile. Haben wir jetzt hier nicht irgendwie. Ich glaube, ich bin in der falschen Zeit, Leute. Ja. Maschinenhandel, genau. Wir müssen zum Maschinenhandel. Bergbaumaschinen. Rüttler, wir brauchen Schürfrinnensteine. Nee, das brauchen wir nicht. Wir brauchen. Ba Waschrinne des Rüttlern Trommel verbinden. Das sind dann, glaube ich, davon zwei. Und wo sind die jetzt? Hallo, ich habe doch gesagt Order. Ist schon da? Das würde jetzt aber schnell gehen.
Dann wäre das mal schneller als DHL, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, da ist schon wieder was schiefgegangen bei der Bestellung. Ja. Ja, okay, gut, das ist anscheinend schief. Da müssen sie wirklich das Spiel nochmal deutlich patchen. Definitiv. Also, wenn ihr so spielt, wie ich gerade spiele, dann habt ihr nur momentan Probleme. Aber wer jetzt. Wenn das nicht stört, der kann das ja gerne trotzdem weiter spielen. So. Bergbaumaschinen, ich brauche diese komischen Rillen. Kasse. Hab doch gesagt, Order. Mensch. Transport, so, wo sind denn da Waschrinnen? Einmal. Zweimal. So. Bei Waschrinnen. Die dürfen wir wahrscheinlich auch noch mit dem Bagger wieder durch die Gegend juckeln. Ich vermute es mal. Oder auch nicht. Ja, mal gucken. Wo liegen die denn jetzt, die Waschrinnen? Hä? Wo sind die denn hin? Sind die schon aufgebaut? Das würde aber schnell gehen. Hey Leute, das geht ja total schnell, die Waschrinnen aufzubauen, oder? Oder habe ich da jetzt irgendwas übersehen? Nö, ich glaube, ich habe da nichts übersehen. Ja, wo sind die Waschrinnen? Das würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Ja, ich glaube, die müssen wir nochmal hierher ordern, ne? Transport. Bewegen. Bewegen. So, dann sind die jetzt hierher transportiert worden. Und jetzt sollte es gehen. Oh, außer dieses. Oh, dieses Spiel leckt hier, ne? Also das ist unfassbar. Ja, da sind sie doch. Das sind unsere Waschrinnen, die wir benötigen. Diese zwei Stück. Ich habe, glaube ich, vier Stück gekauft. Aber die kann man ja so tragen, ne? Die sind ja so schwer, nicht? Ja gut, okay, die müssen wir doch mit dem Bagger kaufen. Das machen wir aber in der nächsten Folge, Leute. Und ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Florian TV.